Halt Finstermünz ist ab 30. Mai von Dienstag bis Sonntag von 11 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Montag ist Ruhetag. Das Übliche natürlich Mauerschäden, aber das Größte war heuer der Radweg, der Feldsturz in der Schweiz. Da wird man wahrscheinlich noch bis Ende Mai arbeiten, damit der Schaden behoben ist, dass die Teile der Mauern, die von der Schweiz gekommen sind, weggeräumt sind, der Weg wieder aufgebaut. Ja, wir haben jetzt eine Mauersanierung. Alle 10 Jahre schaut man die Mauern durch, was sich da verändert hat. Die Mauerkronen vor allem sind da ein bisschen anfällig, dass da kein Wasser hineinkommen kann. Restaurator Gebhard Gangelberger. Also wir sind jetzt unterwegs bei sämtlichen Mauerkronen kontrollieren. Speziell also wie die da oben her, über die Mauerbänke. Da will quasi das Wasser in der Schneerau liegen bleiben, die viel Wasser bekämen und im Frühstück Tauprobleme bekämen. Dort haben wir die Putzabplatzungen öfter drin. Und die können wir jetzt durchkontrollieren und alles, was löcher ist, wird weggenommen und wieder drauf gemacht und gefestigt quasi. Und oben kommt wieder eine Abdeckung mit Mörtel drauf, dass das Wasser nicht zwischen den Steinen kommt. Präsident Klabert zum Sommerprogramm. Ja, wir haben jetzt erst einmal die Vollversammlung am 25. Mai. Und dann beginnt wie immer mit dem Mittelalterfest am 30. Mai mit der eigentlichen Betrieb. Und von da weg ist dann immer offen bis Ende September, ausgenommen Montag Ruhetag, jeweils von 11 bis um rund 17 Uhr. Momentan bereiten wir vor die Ausstellung Max Boberschnick, der ja da auch bei uns erinnern sehr viel gearbeitet hat, so Kleinarbeit gemacht hat und jetzt findet da seine Arbeit einen Abschluss, dass er seine Malkünste darbietet. Er wollte ja eigentlich immer schon Maler werden, aber finanziell hat es da nicht gereicht und dann hat er auf die Pension warten müssen. Ist Kunstschlosser worden, hervorragender Arbeiter und jetzt kann er sich da ganz dem Malen widmen und wir kommen da auch in den Genuss seiner Werke. Die Ausstellung werden wir am 2. Juni eröffnen, und zwar 15 Uhr am Sonntag, dass man da gemütlich auch die Atmosphäre und die wiedererstandenen Mauern und, ja, und die Idylle Altfenstermünster miterleben kann. Ja, wir haben jetzt eine neue Mitarbeiterin, die für viele Bereiche da zuständig sein wird. Das ist so eine Art Koordinatorin, die nicht nur jetzt fürs Aussehen, das äußere Aussehen der Anlage da verantwortlich zeichnet, die Mängel da entdecken sollte, ausmerzen, die Außenanlagen pflegen, innen schauen, dass es gut ausschaut und ja, halt immer dort zugreifen hilft, wo wir gerade wichtige Arbeiten haben. Und sie ist jetzt 14 Tage da herinnen, das Ganze einmal durchgemacht. Ja, so ist das eine wunderbare Ergänzung in meinen Augen. Und ich finde, dass man auch interessante Leute da trifft, weil nicht gerade, es ist nicht der Mainstream, was da vorbeirauscht, sondern auch Leute mit speziellen Interessen. Und ja, wie gesagt, eine wunderbare runde Sache soweit. Ja.